Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Devblog-Video hier auf meinem Kanal. Gerade eben hat Gaijin, ihr habt jetzt schon im Video vorher gesehen, angekündigt, dass mit dem kommenden Patch 1.7.7 auch ein weiterer AMX-30B2-Panzer den Weg ins Spiel finden wird. Bitte verwechselt das nicht mit dem Fahrzeug, das ihr aktuell auch im Premium-Shop als Vorbestellerpaket erwerben könntet. Das kostet im Übrigen 49 Euro und beinhaltet einen ganz normalen AMX-30B2-Panzer, den man auf Rang 5 im Spiel finden wird und der in etwa genau die gleichen Werte hat wie der im Moment im Spiel vorhandene AMX-30B2. Bei diesem Fahrzeug, das ich euch heute vorstelle, handelt es sich um eine modernisierte und modifizierte Version. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann erkennt man auf den Bildern auch schon, dass er eine aktive Panzerung besitzt. Das heißt, wenn hier Geschosse auf diese Bauklötzchen treffen, dann gibt es eine Explosion und das auftreffende Geschoss soll dadurch im Grunde genommen zerstört werden. Und somit soll die Panzerung überhaupt nicht penetriert werden. Dieser Effekt kann natürlich nur einmal auftreten, denn wenn diese Sprengstoffladungen an der Stelle gezündet haben, sind sie nicht mehr vorhanden. Ein zweiter Treffer an so einer Stelle würde dann sehr wahrscheinlich tödlich enden. Nichtsdestotrotz, diese Panzerung gibt dem Fahrzeug einen erheblichen Mehrwert. Die ursprüngliche Panzerung liegt in den meisten Bereichen bei so 100 bis 120 mm. Durch diese zusätzliche außen auf die Panzerung aufgebrachte aktive Panzerung haben wir jetzt an diesen Stellen bis zu 400 mm Panzerungswiderstand. Somit ist das Fahrzeug dann eigentlich im High-Tier-Bereich schon ziemlich konkurrenzfähig und mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit überlebt man auch den ersten Treffer, wenn wir dann an diesen Stellen getroffen werden. Das heißt also, hier wird der AMX-30B2 definitiv sehr, sehr stark aufgewertet und wird sicherlich die Spitze der Nahrungsspitze, was für ein Satzbau, das Ende der Nahrungskette im französischen Panzerbaum darstellen. Die Munition selbst, die dieses Fahrzeug verwendet, wird wenigstens genau die gleiche sein wie beim aktuellen 30B2. Das heißt, wir werden auch mit diesem Fahrzeug mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit mit Dartpfeilen auf die Gegner schießen dürfen. Die haben eine sehr, sehr hohe Penetrationsleistung und somit sollten wir auch vom Durchschlagverhalten der Kanone und der entsprechenden Munition durchaus konkurrenzfähig sein. Wenn dieses Fahrzeug voll ausgebaut ist, hat es einen 750 PS Motor, der unser Fahrzeug dementsprechend auch zügig auf dem Gefechtsfeld nach vorne bewegt. In Verbindung mit der doch, ich finde in diesem Fall, sehr, sehr guten Panzerung und den Dartpfeilen ein sicherlich sehr, sehr starkes Fahrzeug, das den einen oder anderen im Spiel zum Schwitzen bringen wird. Schade ist, dass der Weg dahin ein bisschen steinig ist, denn vor allen Dingen der erste AMX-30 Ausführung 1972 ist eigentlich so gut wie überhaupt nicht zu gebrauchen, aber auch da hat man schon durchsickern lassen, dass die eine BR-Anpassung erleben werden, sehr wahrscheinlich nach unten und nicht nach oben. Und dasselbe soll wohl auch für den zweiten AMX-30 Ausführung B2 gelten, dass auch der eine Anpassung nach unten bekommt. Durchaus sinnig, wenn ich mir dieses Fahrzeug anschaue, und bei diesem Fahrzeug bin ich mir in etwa ziemlich sicher, dass wir den im Bereich um 9.0 finden werden. Ihr werdet heute Abend ein weiteres Video von mir zu sehen bekommen. Da geht es um Grafik und Sound, was sich alles mit diesem Patch verändert. Und da habe ich ganz kurz darüber gesprochen, dass jetzt in den letzten Tagen keine neuen Fahrzeuge vorgestellt worden sind. Dass dieses Fahrzeug jetzt hier heute doch im Grunde genommen im Devblog vorgestellt worden ist, hat mich ein klein wenig verwundert, hat mich allerdings auch gefreut. Nichtsdestotrotz, es sieht aktuell an dieser Stelle so aus, als wenn der Patch von den Fahrzeuginhalten her nicht sonderlich groß werden wird. Wenn wir das mit dem letzten Patch, wo allein die französischen Panzer gekommen sind, vergleichen, oder mit einem Patch, der davor gewesen ist, der Bodenfahrzeuge enthalten hat, oder auch die französischen Flugzeuge, sind wir immer sehr, sehr stark mit Fahr- oder Flugzeugen überschüttet worden in den letzten Patches. Mit diesem Patch wird das definitiv nicht der Fall sein. Natürlich wird es Fahrzeuge geben und natürlich wird es auch Flugzeuge geben, aber nicht in der großen Masse, wie wir es in den letzten Monaten gewohnt gewesen sind. Und das hat den ganz einfachen Grund, dass Gaijin im Moment tatsächlich andere Inhalte extremst am Verändern ist. Da zum Beispiel den Sound oder die Grafik. Und wer da nähere Informationen zu diesem Thema haben möchte, schaut sich einfach das Video heute Abend um 18 Uhr an. Da habe ich für euch nochmal alles zusammengefasst. Ich habe jetzt für dieses Fahrzeug hier nochmal eine Originalaufnahme rausgesucht. Da kann man einmal hören, wie sich so ein Fahrzeug in der Realität angehört hat.
kann das dann später auch mit dem Inhalt im Spiel vergleichen. Und man kann auch so ein bisschen sehen, wie wendig dieses Fahrzeug ist. Ganz besonders interessant finde ich die Szene, wo das Fahrzeug auf der Stelle dreht. Und jeder, der den AMX 30B2 im Spiel bereits besitzt, kann das dann ja auch mal im Spiel probieren und gucken, wo da die Unterschiede sind. Ich freue mich über diesen Panzer, denn ich denke, diesen starken Panzer haben die Franzosen durchaus gebraucht, wenn ich mir vor allen Dingen die Konkurrenz aus Russland angucke oder auch die deutsche Konkurrenz. Und wenn ich dann überlege, was so im Vorfeld geleakt worden ist, wenn das tatsächlich alles kommt, dann war dieser Panzer für den französischen Forschungsbaum sicherlich nötig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn der nächste Dev-Blog rausgehauen wird, werde ich natürlich auch wieder ein Video machen. Aber selbst wenn heute noch ein weiteres Fahrzeug vorgestellt wird, den Dev-Blog dazu wird es dann erst morgen geben, denn zu viele Videos an einem Tag ist ein bisschen Quatsch. Ich konnte übrigens am vergangenen Mittwoch nicht streamen, liegt daran, dass mein Arm immer noch linksseitig einigermaßen kaputt ist. Ich hoffe, Freitag klappt das wieder mit dem Stream. Vor allen Dingen hoffe ich es, falls am Wochenende der Dev-Server aufmachen könnte, dass ich dann wieder spielen kann. Wenn dem nicht so sein sollte, ja, dann ist es halt dumm gelaufen. Gesundheit geht eben vor. So, wir gucken uns jetzt noch die Originalaufnahme an. Ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt weiterhin viel Spaß im Spiel oder egal bei dem, was ihr gerade tut. Alles Gute, euer Impleet.